Und es geht weiter mit ein wenig Spellstone und dieser wundervollen Eventbelohnung. Spikeite Dragon, den bekomme ich jetzt vierfach fusioniert. Genau, das war das Arena-Event. 1000 epische Fragmente, also ein episches Paket, ein Fünftel eines legendären Pakets und einige weitere Dinge. Jawohl, den Drachen hole ich mir jetzt vierfach. Der sieht dann folgendermaßen aus. Vergeltung 7. Eine solche Karte hatte ich noch nie mit so viel Vergeltung. Inbrunst, Drache und Durchbohren. Links und rechts ein Drache und der hat insgesamt 10 Schaden extra. Jo, das wird es jetzt in dieser Folge geben. Allerdings fehlt mir noch Arkanstaub, das heißt, ich muss Gold ausgeben. Unter anderem... erstmal hier ein kleiner Fehler. Wir wollten uns bedanken, dass du Spellstone spielst mit einer kleinen Belohnung. 1000 Episches und eine seltene Rune. Also eine, genau, grüne Rune, eine zufällige. Ist es nur die Rune Shell oder echt eine Rune? Bam, badam, bam, badam. Oh, okay. Dankeschön, hat es jeder bekommen? Warum seid ihr so freundlich? Wie kann ich das denn machen? Das ist jetzt eine gute Sache. Create. Oder habe ich die jetzt im Inventar und muss die einfach öffnen? Ah, okay. Das ergibt natürlich mehr Sinn. Bitte was Gutes. Es ist Blitz 1. Okay, warum nicht? Ist zwar nur eine grüne Rune, aber besser als nichts. Was machen wir denn damit? Moment, nein. Bei Aufrüsten... Sortieren nach... Wo ist er denn, der Blitz? Da ist er. Hätte ich Boomsting Ace? Hierfür geht's nicht. Hier kann ich es nehmen. Hierfür habe ich schon eine Rune. Also diese beiden Karten kommen in Frage. Und ich muss sagen, das ist eine vierfach fusionierte Legendäre. Natürlich ist hier eine epische Berserk-Rune besser aufgehoben. Aber trotzdem, solange ich nichts da drin habe, glaube ich, tut's diese Blitzrune schon. Ja, mache ich. Genau. Lebenspunkte will ich mir noch aufheben. Blitz plus 1. Glückwunsch an dich, Boomsting. Das freut mich aber tierisch. Sehr schön. Und jetzt, wir sehen es, wenn wir hier klicken. 176. Moment, ich kann aber noch was hinzufügen. Dann Erz, Erz, Erz. Dieses Skelett, Erpel aus dem Event. Und habe ich noch was bekommen? Ist hier ganz rechts vielleicht ein legendäres Erz? Das wäre toll. Nein, 161, ja. Ich muss aber diese ganzen Drachen erstmal hochleveln, also so 1000 sollten es schon sein. Daumen mal Pi gerechnet, von daher werde ich jetzt Pakete öffnen. Was gibt es hier gerade als Box? Lightbox, 6 Tage noch, beziehungsweise die hier 19 Stunden. Egal, ich mache hier auf, denn ich will mir diesen Drachen vierfach holen. Wenn ich den wirklich immer in der Mitte von zwei anderen Drachen bekommen kann, er hat 6 Schaden von Haus aus. Inbrunst 5. Mal 2, das heißt 10 plus seine 6 Basisschaden, ist er auf 16 Angriff in der ersten Runde direkt, wenn eben links und rechts ein Drache liegt. Und das ist schon nicht so verkehrt, muss ich sagen. Mittlerweile habe ich gar nicht so wenige Drachen. Das sind schon ein paar. Ja, mal schauen. Ich bin am Überlegen, was ich jetzt eher versuchen soll. Elementarmagier. Die haben auch ein paar im Deck, jetzt nicht die meisten Leute, aber wer viele Elementarkarten besitzt, Doppelschlag ergibt Ermächtigen alle Elementar 8 und Schildelementar auf 2 einzelne jeweils 3. Das ist auch krass. Weiß nicht, ob ich mir die jetzt schon machen kann. Ja, was soll ich wagen? Soll ich hier zu Long versuchen oder Vulcanus nochmal? Denn es war so knapp immer, kein Platz, es war so knapp immer und mit diesem Drachen... Glaube ich, weiß zwar nicht, was ich dann rauskicken würde im anderen Deck, aber mit diesem... Was mache ich denn? Sorry. Ich freue mich gerade so. Warum freue ich mich? Ich weiß es nicht. Elementarmagier. Nö, die packe ich noch nicht weg. Ich warte mal. Mit diesem Drachen, der bringt eventuell den fehlenden Unterschied. Wie viele Karten habe ich? 54. Warum habe ich denn schon wieder so viele? Dann kann ich nur 5-mal öffnen. Egal. Oder 4-mal? Nein, 5-mal dürften es sein. Immer... 5000 Gold weg. Yo. Vielleicht taste ich mich bei beiden mal ran. Denn der Drache mit Vergeltung, der ist echt schon krass. Und eventuell möchte ich ja da die Vergeltungsrune reinsetzen. Und dann Vergeltung 8. Dann kommt noch Emberheit dazu. Und was sich noch getan hat. Also Emberheit aus der neuesten Eventzone.
was sich noch getan hat, ich habe jetzt 350 von diesem Purple Dragon Blood. Und das bedeutet, ich kann mir nochmal irgendwas holen. Entweder heilen nochmal plus 1 oder Berserk plus 1 oder Emberhide. Und ich glaube, es wird Berserk. Denn durch Berserk habe ich so einige Male gewonnen. Ja, wow, Schattenattentäter. Ich meine, den habe ich jetzt schon zur Genüge. Aber trotzdem, ist gar nicht so ein schlechtes Opening, muss man sagen. Was die epischen Karten betrifft. Ein paar feine waren da dabei. Und jetzt sind wir wieder voll. Aber ein paar epische, die ich jetzt noch nicht benötige, schaden sowieso nicht. Weil ich ja... Moment mal. Ja, genau. Weil ich ja Arkanstaub benötige. Ich will den Drachen auf jeden Fall vierfach heute bekommen. Sollte sich mit 25.000 Gold ausgehen. Und ich glaube, zur Not kann ich noch eine Arena-Kiste öffnen. Da ist auch ab und zu was drin. Zwar nicht mehr so viel wie in der Vergangenheit. Irgendwie, da gab es häufiger mal eine epische. Und jetzt 15 epische Fragmente. Ich weiß nicht, ob direkt auch eine epische drin sein kann. Hatte ich jedenfalls noch nicht. So, eine seltene nur. Komm, ein bisschen mehr. Ich bin jung und brauche den Arkanstaub. Bitte, bitte, bitte. Ja, okay. 120 waren das jetzt in diesem Durchlauf. Ging schon mal besser. Bis hin zu 200 pro 5 Pakete öffnen. Aber da muss dann auch schon eine epische dabei sein. Jetzt läuft's aber mal. Der Paladin. Schild alle 3. Wenn mal wieder was mit Engel kommt, dann bin ich gerne mit von der Partie. Mit diesem Paladin. Denn im letzten Event hatte ich den leider nicht vierfach, den Paladin. Eigentlich ist es ja eine sie, die Paladine. Und habe bzw. konnte sie deshalb nicht nehmen, obwohl sehr viele Gegner immer mit dem Paladin am Start waren. Und durch Schild alle 3, das war schon eine kritische Angelegenheit teilweise, muss man ehrlich zugeben. Diese Karte habe ich ein bisschen... Ach komm, null seltene! Wie soll ich denn da Arkanstaub zusammenkratzen? Diese Karte habe ich ein bisschen vermisst, wollte ich sagen. Die werde ich jedoch direkt wieder wegpacken. So leid's mir tut. Mit der Elementarmagierin warte ich vielleicht noch. Eventuell teste ich die aus, aber jetzt habe ich erstmal andere Prioritäten. 5600 Gold noch. Und dieses Gold werde ich auch noch verprassen. Und mir dann eine neue Vierfach-Drachenkarte verpassen. So muss das sein. Oh, Moment mal. Ach, ich habe ja was noch gar nicht getan, auf das habe ich mich gefreut. Ich habe die epischen Karten noch nicht gecraftet. Aufgrund der Rune war ich ganz abgelenkt. Ich habe 2 epische Pakete. Und da kann mit etwas Glück sogar eine legendäre Karte dabei sein. Das waren jetzt viele seltene. Da muss ich das Game mal loben. Wenn ich immer schimpfe, aber da ist... Wow, und jetzt viele seltene. Wow. Und am Ende noch eine epische. Das war ganz schön gut. Mhm. Muss man sagen. Bearbeiten, verdampfen, verdampfen. Weg damit. Was hatte ich noch? Hatte ich noch eine epische? Ich habe schon wieder vergessen. Egal, weg damit. Das sollte alles jetzt langen. Mehr als 1000. Aber jetzt hier wohl eine vierfach fusionierte epische ausgehen. Und ich mache das aber gleich noch. Episches Paket zweimal. 2,5 Mal kann ich das eigentlich. Atemstillstand. Oh, nicht schon wieder der. Den hatte ich erst im letzten epischen. Der ist uncool. Jetzt aber. Bam, 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 bam. Ja. Ist keine miese Karte. Hatten wir zwar leider erst. Das heißt, wird noch dauern, bis eine Untoten-Karte wieder Einsatz finden wird. Aber hey, wenn ich sie irgendwie noch ein zweites Mal hinbekomme, dass ich 2 von denen in mein Vulkanos-Deck packe. Egal, das war's erstmal hiervon. Das noch alles weg. Genau. Verdampfen. Und jetzt wird aufgerüstet. Meine Damen und Herren, schnallen Sie sich an. Sortieren nach den Drachen. Inventar anzeigen. Und hier haben wir sie. Bam, badabam. Ich fange mal mit den Kleinen an. Den sehe ich sogar häufig. Oder habe in der Vergangenheit, als das Event noch nicht zu Ende war, habe ich den häufig doppelt fusioniert in einigen Decks gesehen. Und ich hasse den. Also mit Vergeltung 7 zum Beispiel, wenn ich da mit Adora Bubble antanze, kannst du knicken.
Adora Bubble greift zweimal an und ist dann schon tot, sozusagen. Nur durch die Vergeltung. Und wenn man das kombiniert noch mit dieser Heilung der Drachen, ja, dann ist das schon krass. Ich würde eher zu Vulcanus tendieren, momentan. Denn da muss ich noch das Drachen-BGE dafür nutzen. Auf der anderen Seite wäre es natürlich krass, wenn ich vorab zu Long bekommen kann und dann mit zu Long gegen Vulcanus kämpfe. Das wäre natürlich die Kirsche auf der Sahnehaube. 545, ja, also so viel hatte ich dann gar nicht mehr zur Verfügung, muss man sagen. Aber hat gepasst. Da ist er jetzt, der Spearhide Dragon mit ordentlichen Attributen. Jetzt muss ich mir mal ansehen, wie ich den denn in mein Deck einfließen lasse. Das ist echt eine Sache, denn das habe ich mir vorab eigentlich gar nicht überlegt. Hier ist er. Ich muss sagen, ich weiß, viele Leute haben behauptet, yo, die Hexe ist die beste. Ich muss sagen, die war nervig. Auf der anderen Seite, der hier ist zwar vierfach mit einer epischen Rune, aber aktuell tut der mir nichts Gutes. Den wähle ich nur sehr selten. Denn, ja, irgendwie, ich weiß nicht. Der ist zwar im Allgemeinen ganz nett, aber gegen die Drachen kommt er nicht an. Ich glaube, ich kicke den raus. Raus und rein. Ich hoffe, das war fein. Wenn das ein Fehler war, dann kann man mir das gerne sagen. Dann tausche ich das vielleicht noch aus. Aber ich kann nur aus Erfahrung sagen, dass ich den kaum gespielt habe. Jetzt kommt da eine Vergeltungsrune rein. Vergeltung 7 zu Vergeltung 8. Die Karte mit Vergeltung ist wirklich genial. Ist, finde ich, die beste Rune. Wenn die jetzt noch blau wäre, also episch, dann ja. Und eventuell kann man das jetzt irgendwie ins Vulcanus-Deck reinnehmen. Dieser Frosch ist eigentlich mies. Ja, er hat Unsichtbarkeit, ich weiß. Aber, boah, oder dieser Frosch. Der ist ja auch Schrott, muss man ehrlich sagen. Nur in Doppeltfusion. Und ich glaube, den kicke ich jetzt auch. Es tut mir leid, ich weiß, Unsichtbarkeit und so, aber ein doppelt fusionierter von diesen, der kann nichts. Der andere kann sich zumindest heilen und durch die Vergeltung. Und jetzt versuche ich es auch. Das regt mich auf, muss ich sagen. Ich stürze mich da nochmal rein. Tasten wir uns. Mann, kein Autoplay. Oh, da wollen sie ihn direkt auf die Probe stellen. Ich weiß nicht, direkt als erste Karte. Dann wird er schon krass getroffen. Ich meine, er heilt sich auch immer wieder. Aber danach habe ich keinen Drachen für Inbrunst. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll gerade. Versuchen wir es. Ich habe die Karte neu bekommen, das ist irgendwie ein Zeichen. Ist das eine Chaos-Karte? Das ist sogar eine Chaos, dann kommt danach der hier. Oh, Blitz alle, das heißt, der kassiert. Der kassiert, er hält sich zwar jetzt auf, wieder voll. Aber jetzt kassiert er, der Gegner allerdings auch. 14 Schaden. Ah, das war uncool. Das war irgendwie uncool, dass du direkt 14 Schaden rausknüppelst. Wow. Nein. Der heilt sich sowieso noch. Ach, weil das auch ein Drache ist. Nö, der war nicht so gut als erste Karte. Gegen den muss man zugeben. Ach, stimmt. Dieser kleine Racker ist auch ein Drache. Oh, Mann. Bitter. Das war schon mal ein Schuss in den Ofen. Auf der anderen Seite, ganz ehrlich, der Frosch hätte doch auch nicht überlebt, oder? Muss man so sagen. Neuer Versuch war vielleicht, komm, war vielleicht unglücklich. Hier alles am Anfang. Was willst du? Die ist vielleicht nicht so schlecht mit einer Dreier-Unsichtbarkeit sogar. Dann kommt die hinterher. Und dann, oh, den bekommen sie nicht kaputt. Der heilt sich immer wieder auf. Dann der Bergtitan. Keine Ahnung. Und der eventuell, heieiei. Ich sehe schwarz. Sehe schwarz. Sorry, das war mein Telefon. Das wird gleich nochmal klingeln. Der linke sollte sterben. Der, 4 Leben noch. Und er ist auf 15. Das ist ein Elementar. Ach, der hat doch einfach alles. Egal welches BGE, der hat immer irgendetwas. Jetzt dachten wir so, oder ich dachte deswegen, den Untoten-Karten. Jo, das hat er mal ausnahmsweise nicht. Nö.
Ich hasse den Typen. Warum habe ich Solaron, Atlas etc. so einfach bezwingen können und der will einfach, der will nicht um die Burg umfallen? Jetzt eventuell. Mit der Titan, der ist der heftigste. Der ist einfach brutal. Diese beiden werden jetzt sterben. Dank meiner stärksten Karten, diese beiden hier. Kavums, Kavums. Aber wie geht's jetzt weiter? Ja, gar nicht. Ach, ich hasse euch doch alle. Ich hasse euch. Gebt mir nochmal einen besseren, einen einfacheren Versuch. So, am Anfang ganz gemütlich. Ich bekomme die schönen Karten, ihr bekommt die doofen Karten. Sowas hier in etwa. Das ist jetzt knifflig. Dich oder dich? War es die falsche Wahl? Oder die richtige? Bist du Chaos? Du bist sogar Chaos. Jetzt, wenn diese Runde losgeht und alles gut geht, dann kannst... Tut mir leid, ich habe es gesagt. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt gehört hat, aber ich denke schon. Jetzt kann es losgehen. Die mittlere Karte wird definitiv sterben. Das kann ich sagen. Oh, wie oft denn? Ich muss da, glaube ich, gleich rangehen. Bitte lass noch alles von mir am Leben. Yes. Oh, ich komme gleich wieder. Okay, hier bin ich wieder. Und stehe vor der Qual der Wahl. Du hast 35 Lebenspunkte, du hast 28. Für dich trifft die Heilung dann exorbitant hoch. Deshalb machen wir das mal so. Oh, ich glaube, das wird's jetzt. Blitz. Okay, war ein Versuch wert. Nein, der kommt auch noch. Ah, das schmerzt für die ganzen Drachen, die keine Unsichtbarkeit haben. Das schmerzt in der Tat. Aber egal, ich versuch's trotzdem so. Jetzt sterben alle. Erster Tod. Zweiter Tod. Dritter fast tot. Leider nicht. Überlebt das Skelett. Das fände ich genial. Bitte Skelett. Jawohl, das Skelett überlebt auch. Das wird es. Ja, das wird's. Wie viel unsichtbar? Du hast nur eins. Dann nehme ich noch einen Drachen. Das wird es jetzt. Das ist der Versuch aller Versuche. Wieder eine Karte tot. Bitte Doppelschlag. Hast du einen Doppelschlag? Jawohl, du hast den Doppelschlag. Oh Mann. Yes, ich meine, ich freue mich so, als ob ich jetzt schon die mystische Karte bekommen würde. Nein, das ist ja nicht so. Aber Vulcanus ist gestorben. Ein weiteres Mal. Noch nicht, aber gleich. Seht ihr euch an. Er wird in Schutt und Asche gelegt werden von mir. Nächste Karte kaputt. Muss man sich merken. Der in Kombination mit Zhu Long und dann sowas, das passt. Das passt auf jeden Fall. Yes, yes, yes. Yes. Sehr schön. Ja, ja, ja. Einmal noch. Dann habe ich den nächsten Stern in der Tasche und dann noch viermal. Ja, vielleicht noch die eine oder andere Rune. Aber man sieht, es läuft. Mit etwas Glück läuft es jetzt schon. Trotz Drachen BGE. Was wollte ich gerade machen? Hier irgendwo nachtrinken. Genau, was gönnen wir uns? Zwei Zehner. Und ein Fünfer geht sich aus. Ja, rein in den Vulkan, in den feurigen. Und... Oder ich hätte es mit Zhu Long versuchen sollen, dass ich hier ein einfacheres Spiel habe. Der zuerst. Dann... Oh, ich weiß, viele schwören auf den Krötenweiser. Aber ich nehme den jetzt, der hat Unsichtbarkeit 3 und wird dann hoffentlich nicht so böse geblitzt. Ach komm, dann kommt der böse Zhu Long. Der richtig heftige Zhu Long. Nö, der Frosch, der hält mir zu wenig aus. Wenn die jetzt alle drankommen, dann geht's ab. Dann Prost Mahlzeit. Wenn es jetzt losgeht, dann geht's los. Erste Karte kaputt. Yes. So, abgeschöpft, wieder ein bisschen geheilt. Ich hoffe, der Drache überlebt das. Ah, bitte überlebt das. Bitte, der tut es. Der überlebt es. Der überlebt es noch. Ist doof, dass neben der dann keine Chaoskarte liegt. Aber ich denke, ich spiele sie. Okay, erste Karte wieder tot. Das kann man sagen. Genau, der schöpft sich ab. Wird es reichen gegen die Versengung? Ich denke nicht. Oh, und dann nochmal die. Wird sehr knapp. Das wird ultra knapp. Warum hattest du 15 Schaden? Inbrunst Chaos. Und der hat natürlich wahrscheinlich nur Chaos irgendwie so um den Dreh. Ja, gut. Erste Karte wieder tot. Oder? Yes. Nächste tot. Und... Oh, ich kann nicht hinsehen. Ich hasse diese Kämpfe. Ich kann wirklich... Ich mache gerade die Augen zu. Bin schon gestorben. Ich lebe noch.
Wird das wieder was? Ich kann's nicht glauben. Es rückt immer näher. Leute, diese Karte, diese Atlaskarte, sie rückt einfach immer und immer näher. Yo, du bist noch nicht kaputt, okay, aber du. Und im Prinzip, die neue Karte, hier, der habe ich das gar nicht zu verdanken. Das heißt, wie beim letzten Mal gesagt, mein Deck ist schon in der Lage, Vulcanus zu killen. Es gehört nur ganz wenig Glück dazu, dass ich am Anfang die richtigen Karten... Moment mal, mir fällt gerade auf, die Karte ist eigentlich auch Schrott, oder? Der? Nur doppelt? Ich meine, ja, ich muss alles mit Unsichtbarkeit, aber der ist echt mies. Wenn ich den noch austauschen könnte gegen so ein vierfaches Skelett. Yes! Aber ich habe es leider nicht in vierfach. Da muss ich erst sammeln. Warum ist meine Maus gerade klein geworden? Oder habe ich die nicht groß gemacht? Warum minimiert sich das Spiel? Was ist gerade los? Okay. Oh, soll ich es machen? Ist das eine Chaos? Das ist eine Chaos. Dann mache ich das plus das andere dann. Oh, too long. Too long ist gerade echt mies. Aber wir versuchen es trotzdem. Und den... Nein, ich habe nicht bedacht. Das ist ja doof. Der hat Inbrunstdrache. Sorry, die Karte ist noch neu für mich. Deshalb habe ich das gerade überhaupt nicht bedacht. Das wäre natürlich viel besser gewesen, da einen Drachen daneben hinzusetzen. Autsch, das war mein eigenes, wie sagt man, Vergehen. Meine eigene Schuld, aber okay, hätte sowieso nicht überlebt. Ja, das ist so, weil der eben eine Viererverzögerung ist. Aber man vermutet eben, dass die Vergeltung schon mal so einiges bringt. Gut, das war ein Schuss in den Ofen. Nächster Versuch. Ich würde aber nicht sagen, dass es nur an dem extra Stern eben lag, dass ich jetzt verloren habe, sondern einzig und alleine daran, dass es gerade keine grandiose Meisterleistung war, so von den Karten her, die ich bekommen habe, die ich gespielt habe und so weiter. Soll ich es mit dem Drachen versuchen? Der hat viele Lebenspunkte und teilt sich immer viel. Oder Septurmaid als erste, aber die wird getroffen und teilt sich nicht. Den zuerst und jetzt sie. Und hoffen, dass sich der Drache immer wieder ganz gut aufheilt, dass das passt. Sehen wir uns an, ob das klappen kann. Hier jetzt schon mal keine Vergeltung, das ist sehr gut. Das ist, glaube ich, alles mehr als nur sehr gut. Wen nehme ich jetzt? Das sind so mitunter meine schlechtesten. Nirgendwo eine Rune drin. Den will ich nicht, weil der kommt dann zu dieser Vergeltung zum Beispiel. Ja, ich nehme den. Okay. Wird jetzt, ist der Drache schon ready? Der Drache ist ready und wie der ready ist, Schild alle 6. Meine Damen und Herren, Schild alle 6. Oder 3? Nö, Schild alle 6. Durch den Blitz ist er schon weggegangen. Das wird's. Mit Ansage. Das wird es. Erste Karte stirbt. Komm. Yes. Jawoll. Gut, gut, gut. Hast du noch den Doppelschlag? Du hast den Doppelschlag. Und es haben alle bei mir überlebt. Wenn schon ein Frosch da liegt, dann nehme ich den nächsten Frosch auch noch dazu. Boah, Septurmaid hat mit einem Lebenspunkt überlebt. Wie wichtig war das denn? Die knallt Schaden raus ohne Ende. So, oh, jetzt ist mein krasser Drache gestorben. Das heißt, tschüss, Schild alle. Aber die ersten drei müssen jetzt alle sterben. Nummer 1. Double Kill und Triple Kill. Wenn ich jetzt verliere, dann fresse ich einen Besen. Yes. Haha, ich freue mich gerade richtig. Endlich ist mein Deck in der Lage, das zu machen, was schon so viele aus unserer Gilde und allgemein in Spellstone haben. Ja. Kaputt. Du vergiftet und so weiter. Ja, nehmen wir eine geringe Verzögerung, dass Vulcanus nochmal ein bisschen mehr Schaden erhält. Weg mit dir. Du auch fast. Ja, noch weggeblitzt. Sehr schön. Perfekt. Ich bin echt zufrieden. Muss man sagen. Mehr als zufrieden. Erster Win. Am Weg zu 7 Sternen. War das nur ein Glücksversuch? Oder kann ich nochmal gewinnen? Hier stellt sich mir nicht die Frage, wen ich nehmen soll. Du bist keine Chaos. Dann versuche ich es mal so. Inbrunst Drache. Und machen wir die Drachenarmee. Werde ich überleben? Man wird sehen. Ich hoffe doch. Das wäre schön. Zwei Runden muss er noch durchstehen. Danach geht's ab. Was hast du vergiften? 6? Ja, das muss er überleben. Das wird er schon überleben. Oh!
16. Aber hey, der hat auch schon ordentlich kassiert. Der kommt jetzt rüber. Mhm. Oh, irgendwas ist da gerade gestorben, aber nichts Wichtiges, glaube ich. 13, du hast 16. Ich nehme trotzdem dich. Gut. Ab geht's. Komm, 25, erste Karte. Brams. Du hast auch gleich 17 durch Inbrunst. Wirst du überleben? Na, wow, was war denn das gerade? Gift doppelt oder vers... Oh nein! Wie konntet ihr den noch killen? Okay, der erste hätte nicht sterben dürfen. Jo, das war's. Ja, ist schon heftig jetzt. Jedoch hat man gesehen, Leute, es ist drin. Ich werde noch mit ein paar kostenlosen, also mit ein paar Versuchen, ohne jetzt nachzutrinken, außerhalb der Aufnahme, noch einen Win dazu machen und die letzten beiden dann im nächsten, übernächsten, überübernächsten Video oder so. Und dann geht's ab, dann habe ich Atlas. Ohne Witz, dann habe ich Atlas. Und hier, ja, da bin ich kurz davor, vor Too Long vierfach, aber der ist zu krass. Too Long ist zu krass. Und hier kann ich skillen, was ich möchte, werde ich dann auch machen. Gut, für dies würde ich mal sagen, war's das. Ich bedanke mich fürs Zusehen, es geht auch nichts mehr weiter.